Nach 3 Tagen wieder frische Luft. Das wird gut. Gestern war Silvester, das heißt, es ist jetzt Zeit für einen kleinen Silvester-Brunch. Ein bisschen frühstücken hier an einer richtig geilen Location an einem See. Das Ding heißt Birches on the Lake. Ich hab noch ein bisschen Halsweh, wie ihr merkt, bin noch ein bisschen heiser. Es ist 10.30 Uhr, jetzt geht's hier rein. Was essen? So, das war unser Brunch. Ziemlich lecker mit ganz viel Essen. Sehr, sehr gutem Essen. Und jetzt geht's geil noch raus. Da, über den See, ein bisschen mit der Drohne fliegen. Meine Handschuhe ausgezogen, meine Hände, ich spüre gar nichts mehr. Ich habe in die Sonne geguckt und da habe ich getränt ein bisschen und es ist gerade eingefroren und meine Hände, das ist nicht wahr. Ich habe die SD-Karte gerade überhaupt nicht mehr gespürt. Ich habe die aus der Drohne rausgenommen, in meine Kamera wieder rein, nichts. Ich fühle gar nichts mehr. Also es tut mir leid, wenn die Aufnahmen ein bisschen verwackelt sind. Ich habe probiert, es besser rauszuholen. Aber mit den Handschuhen hier geht es einfach nicht anders. Und anders ist es schwer, einen Touchscreen zu steuern. Ich hoffe trotzdem, sind ein paar geile Aufnahmen dabei. Sah auf jeden Fall mega nice aus hier mit dem See und der Location und alles. Aber jetzt geht's erstmal ins warme Auto. Der neue Sound, ich habe noch ein bisschen geschnitten und ich war natürlich wieder so schlau und habe meine SD-Karte im PC stecken lassen. Das Ding ist der Adapter, der die Drohnenakkus und alles auflädt, der hat einen Wackelkontakt gehabt. Deswegen waren die Drohnen-Akkus jetzt überhaupt nicht aufgeladen und so und ich wollte ja eigentlich ein bisschen rumfliegen. Aber ich dachte mir jetzt, als wir hingefahren sind, schon fast, dass es nicht geht, weil in den meisten Parks in Amerika das nicht geht. Und inzwischen gibt es auch tatsächlich das festgeschriebene Law, dass man in keinem Park in ganz Amerika irgendwie fliegen darf. Also man braucht immer Permission. Das hätte ich auch holen können und das geht auch. Aber in der Familie gab es jetzt Nachwuchs und das ist der eigentliche Grund, warum ich auch hier bin. Und deswegen kann man jetzt auch nicht so super viel machen. Und ich wusste deswegen auch jetzt nicht, was wir alles machen, was wir alles schaffen. Und deswegen habe ich jetzt auch von nichts Permission geholt für meine Drohne. Sonst hätte ich das natürlich alles vorher beantragt und so. Anyway, deswegen habe ich den jetzt noch schnell aufgeladen und so. Wir waren ein bisschen jetzt unter Zeitdruck, weil wir schnell los wollten und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt dann meine SD-Karte irgendwie stecken lassen. Wenn man das alles immer mit Stress macht, ist einfach nicht geil. Jetzt nehme ich hier wieder mit meiner Handy-SD-Karte auf. Wir sind jetzt hier im Minnehaha Regional Park. Und hier gibt es die Minnehaha Falls, das sind sozusagen Wasserfälle. Und die sind bei minus 32 Grad natürlich zugefroren. Das sieht richtig spektakulär. Wow, das sieht richtig heftig aus, Leute. Richtig dope. Also wie gesagt, viel Spaß mit den Bildern. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Mir geht es immer noch nicht ganz gut. Morgen weiß nicht, was wir machen. Vielleicht kommt ja doch noch was Geiles, was ich eigentlich vorhatte. Mal gucken, ob es morgen kommt. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Lasst ein Like da. Aber wir sehen uns im nächsten Talk wieder. Viel Spaß mit letzten Eindrücken. Macht's gut. Ciao.